Hallöchen, liebe Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild im Master-Modus. Und ja, wir sind jetzt hier gerade momentan am Stall des Waldes und auf dem Weg zum Wald der Krux, der sich ja irgendwo hinter dieser Route hier befindet. Ja, genau, wir sind ja jetzt dann unterwegs dorthin und vorher musste ich aber erstmal noch eine andere Sache erledigen, und zwar nämlich ja hier, irgendwo war der doch. Wo war der jetzt eigentlich? Muss ich erstmal schauen, wo ich den jetzt hier vorhin gesehen habe. Irgendwo da hinten müsste doch der Turm sein. Den müssen wir vorher auch noch erledigen. Ah, da vorne ist er, ja. Genau. Alles klar. Ja, der muss ja auch noch erklommen werden. Und da es ja jetzt gerade hier so schön Nacht wird, ist mir ja noch eine andere wichtige Sache eingefallen, die ich ja noch unbedingt erledigen wollte. Hat ja noch was mit einer Nebenquest zu tun. Und sogar auch noch für was Späteres. Nämlich muss ich unbedingt mal kurz wieder hier nach Akala zurück. Und zwar genau dahin zum Tsunakai-Schrein, den ich sogar auf Screen erstmal hier schnell erledigt habe, damit ich ja nicht unbedingt extra jetzt hier nochmal alles dafür machen muss. Ja, das war ja eigentlich erstmal hier der Schrein mit dem Totenkopfteich hier, den ich ja von Robelos Frau ja hier erhalten habe, diese Mission. Ja, die habe ich wie gesagt auf Screen erstmal erledigt, damit ich ja auch sogar schon mal gleich hier ein Reiseziel habe. Und genau hier unten beim Totenkopfteich ist ja noch eine etwas dubiose Gestalt, die ich mir ja unbedingt vorher mal ansehen wollte. Deswegen machen wir das einfach mal schnell. Oh, und was sagt man dazu? Es regnet hier. Naja gut, aber das soll mich ja jetzt nicht stören. Ich will ja eh nicht klettern. Ich will nämlich hier runter. Denn genau da ist er ja auch sogar schon. Da es ja mitten in der Nacht ist, taucht er jetzt natürlich zum ersten Mal hier auf. Ja, guten Tag auch, mein lieber Herr Typ, Freund, oder... Oh, ach, nur so ein Hylianer. Okay, und wer bist du? Ich sollte mich wohl vorstellen, was? Ich bin Kilton. Sag bloß, du hast Gerüchte über meinen Monsterladen gehört und bist deshalb hierher gekommen. Monsterladen? Oh, tut mir leid, im Moment bereite ich den Monsterladen gerade noch auf die Eröffnung vor. Ach, wo sind nur meine Manieren? Hier ist meine Karte. Kaufe Monstermaterialien zum guten Preis. Monsterladen Kilton. So, dann gib mir die Karte doch bitte zurück. Aber sag mal, magst du Monster? Sicher, einige sind ja schon ganz nett. Ich mag Monster, klar. Ho, 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 wie sehr magst du sie? Sogar ziemlich sehr. Also ich liebe Monster. Oh, tut mir leid, das ist es wohl wieder mit mir durchgegangen. Also, es ist so, ich liebe es, Monster zu studieren. Deswegen habe ich mir den Monsterladen einfallen lassen. Ich überlege gerade, in welchem Dorf ich meine monströsen Forschungen fortsetzen möchte. In Kakariko über oder Hatino vielleicht, im Dorf der Orni oder möglicherweise im Dorf der Zoras. Etwas weiter weg kämen ja auch Gerudo Stadt und der Angelstädt in Betracht. Oder ich bleibe hier in der Nähe am Akala-See, da könnte ich schneller weiterforschen. Wenn ich nur daran denke, werde ich schon ganz aufgeregt. Dann auf zu einer Monsterstudienreise. Wir sehen uns sicher wieder mal nachts bei einem Dorf. Ja, sicher. Und schon ist er wieder weg. Einfach so verschwunden. Ja, genau. Der gute Kilton mit seinem Monsterladen. Ja, den werden wir jetzt natürlich irgendwie ja irgendwo in einem dieser Orte treffen, die er jetzt hier erwähnt hat. Entweder Kakariko, Hateno, das Dorf der Zoras, das Dorf der Orni oder sogar auch Gerudo-Stadt und Angelstädt. Ja, da kommen eine Menge Orte in Frage, wo er dann seinen Monsterladen eröffnen wird. Und wie ich auch bereits eben erwähnt habe, wird der Laden natürlich nur nachts verfügbar sein. Und ich glaube, ich habe da gerade was vergessen, oder? Ich glaube, ich hätte lieber... Ja, scheiße, ich hätte erstmal ein Foto von ihm machen sollen, oder? Aber das macht ja nichts. Ich meine, er hat ja gesagt, er wird ja irgendwo in Kakariko sein oder im Dorf der Zoras. Also irgendwo wird er ja dort auftauchen. Deswegen kann ich ja einmal kurz dahin gehen. Oder ich gehe mal kurz nach Hateno, vielleicht ist da ja eigentlich ja eher was dabei. Ach, ich teleportiere mich erstmal dorthin. Ich meine, da es ja gerade noch nachts ist, werde ich ihn ja wahrscheinlich irgendwo gleich da sehen. Und dann muss ich auch unbedingt erstmal gleich daran denken, erstmal ein Foto von dem Typen zu machen. Also ich meine, er ist einfach so plötzlich verschwunden, dass das ja leider nicht so einfach möglich war. Oder er kommt natürlich tatsächlich nochmal hier so runter. Ich weiß es nicht ganz genau, es könnte natürlich sein. Naja, werden wir ja gleich merken.
Ja. Der gute Kilton. Von dem kann man eigentlich sogar richtig cooles Zeug kaufen. Allerdings nicht mit Rubinen. Denn entsprechend dafür hat er sich nämlich eine ganz besondere Währung einfallen lassen. Die ich dann hoffentlich auch gleich zeigen kann, wenn er jetzt hier irgendwo ist. Hey Sidon, hast du zufällig einen Typen namens Kilton gesehen? Ah, Link! Ja, unser Senat hat es dir wirklich nicht einfach gemacht. Und dennoch hast du uns alle gerettet. Ein Prachtstück von Dame Juliana. Ich möchte dir von Herzen danken. Trotz des bescheidenen Wetters, das uns beim gesucht hat, hast du deine Reise für uns unterbrochen. Und hier hast du nicht nur Ruta mit Hilfe von Elektrofallen zur Ressort gebracht, sondern auch das schreckliche Unrecht gerecht, das meine Schwester Mifa widerfahren ist. Link, ich bin dir so wahnsinnig dankbar. Besonders dafür, dass du dir von mir die ganze Arbeit hast aufdrücken lassen. Ohne dich wäre das Dorf der Zoras verloren gewesen. Wenn du irgendein Problem hast, zögere nicht, in unser Dorf zu kommen. Ich schwöre, ab heute werden wir dir zu Diensten stehen, wann immer du unsere Hilfe benötigst. Du bist wirklich spitze, Link. Du bist mein absoluter Lieblings-Julianer und der beste Freund, den ich mir je hätte wünschen können. Ah, ja, danke. Das Gleiche gilt auch für mich. Ja, alles klar, gut. Den Text kann ich mir also erstmal nochmal schenken. Ja Gott, hätte ich mal erstmal daran gedacht, aber jetzt muss ich erstmal überlegen. Gab's eigentlich da nicht noch was? Also ich hatte ja eigentlich eine Mission mit in Bezug auf Kilton. Muss ich aber erstmal nochmal kurz gucken, was das war. So, die Mütze des Händlers, seltsame Maske, der ganze Extra-Kram auf Expansionskurs. Ah, der verdächtige Verkäufer. Ja. Ein Soldat im Stall von Astakala namens Holm hatte ich darum gebeten, mehr über eine verdächtige Person herauszufinden. Die betreffende Person soll mit ihrem seltsamen Monsterladen durch das Land ziehen und Waren verkaufen. Wenn du jemanden triffst, auf den die Beschreibung hörst, solltest du das Aussehen der Person für Holm festhalten. Genau. So sieht's aus. Ja. Ah, okay. Ja gut, das ist jetzt eigentlich hier die Missionsmarkierung, die ich ja jetzt dafür hatte. Okay, jetzt muss ich aber mal nachdenken. Wo war jetzt eigentlich Kilton jetzt nochmal hin? Also wo macht er jetzt nochmal genau überall seinen Laden auf? Also er war ja noch irgendwie ja mittendrin dabei, das weiß ich ja. Oh. Da habe ich noch eine Kiste vergessen. Oh, Silberrubine. Das ist schon mal sehr nice. Okay, aber jetzt ist mal die Frage, wo muss ich jetzt nach Kilton suchen? Tja, das ist jetzt natürlich die große, große Preisfrage. Ach, was soll's. Ich werde ihn schon irgendwo treffen und dann wird er ja eigentlich auch erstmal fest dort sein, solange es zumindest Nacht ist. Also, ja, nur kein Stress. Auf den treffe ich irgendwann mal noch. Aber jetzt, denke ich, werde ich erstmal meine Reise zum Wald der Krux fortsetzen. Und den Waldturm erstmal aktivieren. Und dann werde ich, wie gesagt, irgendwann bestimmt wieder Kilton über den Weg laufen. Also an einer dieser Orte taucht er ja bestimmt auf. Und ich glaube zumindest, was die Rudestadt angeht, was wir eigentlich auch erst sehr viel später aber erst besuchen werden. Aber ich glaube, da kannte ich ja seinen Standort schon wohl. Naja, es gibt ja eigentlich ja tatsächlich so ein paar Orte, wo er das ja ausgeschildert hat. Wo er die Läden eröffnen will. Aber, na gut, alles nach dem anderen. Wir müssen erst einmal, wie gesagt, in den Wald der Krux hinein. Gut, aber vorher natürlich der Turm. Okay, und den zu erklimmen wird nicht gerade einfach. Vor allem, weil ja auch da vorne wieder Octrock-Ballons sind. Obwohl, nee, die sind ja eigentlich gar nicht so weit weg. Wisst ihr was? Ich glaube, darum kümmere ich mich zuerst einmal. Dass ich die mal einfach mal vielleicht abschieße. Einfach mal alle abballern. Genug Munition habe ich eigentlich ja dabei. Ich habe ja bei Terry wieder was gekauft, also ist das kein Problem. Hauptsache, natürlich, wir können da erstmal mitmachen, so. Okay, der ist noch immer ganz schön weit oben, also ich denke mal nicht, dass ich mit den Pfeilen da treffe, oder? Okay, warte mal. Boah, das war echt der Supertreffer. Okay, das war ein bisschen zu hoch.
Aber muss ich schon mal sagen, nicht schlecht. Da haben wir schon mal einen runtergeschossen. Okay, aber das war nicht der, den ich gesucht habe. Das war noch nicht weit genug. Müssen wir erstmal einen schönen Bogen treffen. Keine Sorge, die Pfeile kann ich ja zum Glück einsammeln. Okay, habe ich da jetzt die Kiste runtergeschossen? Hm, ich glaube nicht. Egal, ich baller sie einfach mal alle weg. Okay, das hat immer noch nicht so ganz gereicht. Jetzt aber. Oh Gott, Alter, wie weit muss ich denn noch schießen? Okay, da ist die Kiste. Na gut, das haben wir dann mal erledigt. Okay, die sind sogar abgestürzt. Und zwar gnadenlos. Ah, und hier liegen Schwertlinge rum. Das ist toll. Na schön, dann zeig mal, was ist hier drinne? Oh, ein Waldschwert mit Waldwurffähigkeit. Ist aber leider kein Platz in der Tasche. Aber ich würde es gerne mitnehmen, weil Waldschwerter sind eigentlich an sich verdammt cool. So, was werfe ich denn dabei raus? Also das Feuerschwert auf jeden Fall nicht. Den Blitzstab hier eigentlich auch nicht. Na gut, eine Meisteraxt brauche ich eigentlich erstmal nicht. Also nehme ich mal das mit. Ein Waldschwert. Ist zwar aus Holz und hält deswegen auch nicht viel, aber es ist trotzdem sehr stark. Also mit 22 Angriff kann man da bestimmt schon was anfangen. Okay, jetzt sehe ich mich erstmal nochmal in Ruhe um. Also hier liegen ja noch überall Pilze rum, habe ich ja gemerkt. Und ein paar Eicheln. So, und der olle Fuchs hier. Aber gut, den werde ich jetzt nicht umbringen. Der Fuchs ist viel zu niedlich, um getötet zu werden. Das geht nicht. Okay, sonst liegen hier weiter wahrscheinlich keine Schwertlinien herum. Ach doch, hier vorne. Ah, warte mal. Könnte ich eigentlich ja gleich sofort mal ein Bild davon machen? Ich brauche sowieso eigentlich auch immer etwas fürs Album. Und falls ich da mal Lust habe, wieder was zu finden. Ah, oh, super, Schleichling ist auch noch da. Von dem habe ich ja auch noch kein Bild. Ich vergesse nachher auch nicht, dass ich dann wieder ein paar Bilder löschen muss. Also ich meine, an sich wird ja alles sofort registriert. Also wenn ich ein Bild von irgendwas mache, von einem Objekt, wird das ja immer gespeichert, selbst wenn ich das Foto, was ich dafür gemacht habe, irgendwann mal löschen werde. Das ist ja auch passiert, denn ich kann ja eine begrenzte Anzahl Bilder machen. Also, naja. Oh, warte mal. Das ist ja eine Sportechse. Schön mitnehmen. Ich glaube, ein paar brauchte ich ja noch unbedingt. Ja, gerade sogar besonders, ja, wenn ich später sogar die Kletterhose bekomme. Okay, das ist der Manöverplatz. Ist ja auch ein ganz netter Ort hier. Und eigentlich ist es ja gerade gut, dass es Nacht ist. Das heißt also, die meisten Monster, die ja jetzt hier sowieso eigentlich ja ihr Lager aufgebaut haben, werden mit ziemlicher Sicherheit gerade schön pennen. Wenn auch nicht für lange, weil die Sonne geht ja bald auf. Okay, ein Soldatenbogen. Nice. Was habe ich denn hier? Ah, gut. Die Wächteraxt könnte damit was machen. Dann erschlage ich den Typen da vorne erstmal. Ich hoffe mal, die Angriffskraft reicht dafür auch aus. Okay, warte mal, der pennt ja gar nicht. Der hält Nachtwache, wie es aussieht. Aber egal. Er sieht mich nicht, also kann ich ihn ohne weiteres eine reindonnern. Schade. Hey!
natürlich schade, dass es nichts geworden ist, aber was soll's. Ich habe ja hier gesehen, hier waren Leuchtsteine drin. Nehme ich gerne mit. So, jetzt muss ich aber erstmal schauen, wo ist der Turm da vorne? Jetzt mal eigentlich einmal schön vorsichtig auf dem Weg dorthin machen. Ohne dabei zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Wie sieht's hier aus? Okay, da vorne ist ein Moblin, da hinten ein Feuerbagus. Und dort werde ich gerade von einem Oktober erschossen. Warte mal. Hier bin ich los. So, und dann nehme ich erstmal wieder meine Wächter-Axt. Oder besser doch, den Eisstab. Ah, schade. Nicht ganz geklappt. Da hat die Richtung doch noch nicht so ganz gestimmt. Okay. Stachelmoblanze brauche ich nicht. Okay, ich hoffe mal, der kommt jetzt nicht hier hoch. Ah, sieht nicht so aus. Der hängt da oben erstmal eine Weile fest. Gut, ich sehe ja schon, wo ich hier lang kann. So, schön in die Fresse rein. So, das war's. Hier bin ich losgeworden. Fast im Sumpf. Das ist nicht gut. Das ist absolut gar nicht gut. Schon gar nicht, weil einige von denen elektrisch geladen sind. Wie dieser nette Geselle hier. Okay, ich denke mal, da wird der hier schon reichen. So, das war ein Warnschuss. Okay, und das war erstmal hier der nötige Kill. Boah, voilà. So, okay, alles geschafft. So. Okay, der hängt sogar auch erstmal eine Weile so fest. Das ist sehr schön. Hat sich ja richtig gelohnt, den einzufrieren. Ich glaube, der kommt doch sogar nicht mehr da raus. Ah, oh, na toll. Ausgerechnet jetzt. Warum muss es jetzt regnen? Okay, aber gut, hier stehe ich wenigstens einigermaßen safe. Also hier sollte ich jetzt erstmal keinen Regen abbekommen. Und ich habe zum Glück noch ein Holzbündel dabei. Wenn ich es finde, heißt es. Ah, da oben. So, okay. Hier müsste es ja hinhauen. Und anzünden. Dann warten wir erstmal kurz nochmal vielleicht bis zum Mittag hin. Dann lässt der Regen eigentlich vielleicht hoffentlich auch nach. Gut, das war's. Dann kann ich ja jetzt weitermachen. Oder auch nicht. Es regnet ja immer noch. Okay, das ist jetzt irgendwie gar nicht cool. So, dann warten wir eben nochmal bis morgens. Vielleicht lässt dann der Regen ja dann nach. Okay. Scheint ruhig zu sein, aber es ist immer noch bewölkt.
erstmal kurz weiterkommen. Okay, gut, da hinten ist ja noch der Typ und da ist noch ein Moblin. Wie komme ich jetzt an den vorbei? Okay, ich habe einen Plan. Ah, das ist viel zu niedrig. Okay, der brennt, aber ich kann ihn trotzdem nicht irgendwie wegschießen. Ich konnte ihn trotzdem nicht runterschießen. Und viel Spaß beim Schwimmen. Echt jetzt? Der versinkt nicht im Sumpf? Na gut, vielleicht weil er zu fett ist. Wegschleudern. Oh, okay, aber er ist eh gleich tot. So, und er ist tot. Tja, gut. Ah, super, hier sind noch ein bisschen Holzpfeile. So, wie kriege ich jetzt den Magus da weg? Der wird mich doch glatt sehen, wenn ich hier jetzt hier gleich rumlaufe. Und versuche auf den Turm zu klettern. Hm. Ich denke mal, so sieht er mich nicht. Okay, dann brauche ich jetzt nur noch raufklettern. Und dann habe ich es auch fast geschafft. So, was sagt, wenn ich jetzt überhaupt die Paarzeit? Okay, gut, ein paar Minütchen habe ich noch. Erst dann muss ich die Folge hier beenden gleich. Anzuregen, aber gut, das hat ja wenigstens auf dem Turm keinen Einfluss, weil der ja zum Glück eine Struktur hat. Ah, ist trotzdem nervig. So, kurze Pause. Und dann noch ein Stückchen höher. Und oh, dann sehe ich ja noch einen zweiten Turm. Okay, aber der kommt dann später dran. Oh, da sind ja noch weitere Türme. Mann, dass man die schon aus der Entfernung überhaupt immer sehen kann, ist schon krass. Noch. Ich muss noch ein bisschen springen, dann geht's schneller. Noch kurz Pause machen und weiter geht's. Jawohl, geschafft. Der Turm ist unser. Okay, Schickerstein erkannt, Turm wird aktiviert. Bei dem schlechten Wetter. Ich sag mal dazu.
Genau, von diesem Turm habe ich jetzt eigentlich ja mindestens 5 Türme gesehen oder so. Von hier aus. Alles klar. Okay, erstmal die Datenübertragung. Schon haben wir ein neues Gebiet. Und somit dann auch eine Ahnung, wo ich hin muss, wenn ich zum Wald will. Ja, das wird nicht schwierig sein. Der Wald der Krux ist ja nämlich ja praktisch genau dort, wo die große Waldfläche ist. Eigentlich auch ganz schön groß, muss ich zugeben. Wenn ich mir den so ansehe. So, was haben wir hier? Die Makoro-Insel, den Salicha-See, der Mido-Sumpf. Und der Makrofluss, okay. Klingt ja sehr cool. Ich glaube, auf dieser Insel könnte vielleicht sogar auch noch was sein, aber ich bin da nicht so ganz sicher. Gibt es so viele Orte, die eigentlich ja quasi praktisch schon allein schon vom Aussehen eigentlich ja in Frage kommen, wo Schreine sein könnten. Alles klar, gut. Dann haben wir das. Und ich kann mich erstmal wieder auf dem Weg zurück auf den Weg machen. Mehr ist hier nicht. Ja. Immer noch mal so ein bisschen schöner Schwertling-Ausschau halten. Die Dinge sind ja schließlich sogar sehr, sehr cool. Okay, aber ich denke mal, wir sind schon langsam da, oder? Oh ja, wir sind da. Das hier ist der Eingang zum Krogwald. Ich frage mich eigentlich, wirkt das Feuerschwert dabei eigentlich auch so? Nee, leider nicht. Tja, gut. Kann man jetzt nicht viel machen, oder? Ich zünd erstmal das Ding hier an. Und dann sieht man ja eigentlich ja, was hier los ist. Ah, super. Es geht gleich schon alles hier in Flammen auf. Sehr nice. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, genau an dieser Stelle ist dann erstmal ein guter Moment, um den Part hier zu beenden. Ich bedanke mich dann mal wieder hier fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ciao!